Was hast du denn, Wölki? Das Etikett ist jetzt zwar noch auf die Folie geklebt. Du hast schlecht geträumt, Wölki. Ich glaube, ich habe es nicht getrennt. Und der Aufnahmestreifen, der dünne rote Aufnahmestreifen. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Wölki, du bist zu Hause bei deiner lieben Gerti. Hallo. Die angebissene Waffel habe ich in den Sondermüll geworfen. Das war korrekt. Aber das Etikett, Was hast du in den Sondermüll geworfen? Was habe ich denn in den Sondermüll? Ach so, die angebissene Waffel mit der verschimmelten Haselnusscreme. Ja, bist du denn verrückt geworden? Die gehört doch in die Komposttonne. Nee, also der Schimmel und die Konservierungsstoffe, die gehen ja eine chemische Verbindung ein. Das ist Sondermüll. Aber das Etikett, ich kann mich da nicht mehr... Wolfgang, was hast du denn jetzt wieder angerichtet, wenn sie unsere Tonnen nun diesmal wieder nicht entleeren und alle Nachbarn sehen, dass wir wieder falsch einsortiert haben? Wir? Na, du bist ja vielleicht gut. Wir? Ich habe ja noch nie falsch einsortiert, nicht? Das warst ja wohl du mit dem Joghurtbecher letztes Mal hier. Den Joghurt nicht richtig ausgekratzt und dann zack, hier ab damit in die Komposttonne, nicht? Das war ja wohl der Grund, nicht? War der Grund. Natürlich. Ich glaube, ich höre wohl nicht richtig. Du hast die Metallfolie von demselben Joghurtbecher für Papier gehalten und sie einfach in die Altpapiertonne geworfen. Eine Joghurtbecher-Metallfolie in die Altpapiertonne. Wofür haben wir denn sonst das Bußgeld bezahlt? Das ist ja allerliebst, ja? Wer ist es denn gewesen, der vergessen hat, von der braunen Orangensaftflasche den Metalldeckel abzuschrauben, auf dem sogar noch ein Papieretikett geklebt hat, ja? Das war ja wohl gleich dreifach fahrlässige Leergut-Falscheinsortierung, nicht? Also, ja, kann man sagen, nicht? Erstmal die braune Flasche war beim Weißglas, mitsamt dem Metalldeckel und dem Papieretikett. Ja, hier. So ein Plastikdeckel und ein Folienetikett, ja. Gut, ich gebe dir zu, ich habe mich einmal geirrt, ja? Aber du? Was denn? Du wirfst den Fensterbriefumschlag in die Altpapiertonne. Und? Sind Briefumschläge etwa kein Papier? Finde ich wahrscheinlich Kompost oder was? Das Fenster des Fensterbriefumschlages ist Kunststoff. Das habe ich dir doch schon 100-mal gesagt. Das Fenster ist aus Kunststoff. Das Briefumschlagfenster aus Kunststoff. Menschenskind, das ist Transparentpapier. Und Transparentpapier... Transparentpapier ist Kunststoff. Das ist ja nicht zu fassen. Das muss ich mir von einer Frau sagen lassen, ja? Das muss ich mir von einer Frau sagen lassen, die weiße Weinflaschen bei Buntglas einwirft und dann auch den Korken drauf lässt. Den Korken! Oh mein Gott, ja! Aus Versehen, ja, aber du! Was denn? Ja, du wirfst den Kaffeefilter mitsamt dem Kaffeesatz absichtlich in die Küchenabfalltonne, ja? Weil du zu faul, zu dumm, zu verantwortungslos bist, zwischen Kompost, Küchenabfall und Altpapier zu unterscheiden. Jetzt auf, wenn es geht. Ich zerbrachte mir hier das Gehirn, ob ich das Papieretikett von der Alugoldfolie der Hanuta-Packung, ob ich das Papier... Alugoldfolie, die Hanuta-Packung hat doch keine Alugoldfolie. Das ist Glanzpapier mit Kunststoffbeschichtung und gehört in die Kunststofftonne. Sei jetzt sofort ruhig. Alugoldfolie mit Papieretikett. Gibst du das jetzt zu? Gibst du das sofort zu? Aber die Klebemasse zwischen Papier und Folie ist Kunststoff. Gott, die Kunststofftonne. Quatsch! Ich hab's in Metalltonnen getan. Ich will nie wieder was hören von Kunststoff. Gatti? Gattilein? Oh Gott, was mache ich denn jetzt bloß? Was mache ich bloß? Kompost oder Sondermüll?